Ja, und damit sage ich dann wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge Journey of Life. Und ja, ich habe mittlerweile rausgefunden, ihr seht, es ist wieder hell geworden, kaum sieht man was. Ich weiß, wo das Problem war. Unsere Feuerstelle ist nämlich noch gar nicht aufgebaut. Deswegen muss ich jetzt mal flott hier unten meine Steine holen. Und zwar von den massiven welchen. Weiß jetzt gerade gar nicht. Kann man natürlich nur zwei tragen, war ja klar, es wäre sonst alles viel zu einfach. Ich glaube, ich muss mich auch gleich mal eben schnell um irgendwas zu essen kümmern. Aber ich würde es doch gerne diese fucking Feuerstelle. Wir brauchen noch zwei Steine. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen kompliziert mit dem Inventarsystem. Auf der anderen Seite finde ich es aber nicht schlecht, dass man jetzt hier nicht einen halben Wald in so einen primitiven Rucksack packen muss, sondern sich tatsächlich Gedanken machen sollte, haben wir schon. Was er nicht macht, ist, dass er den Feuerbohrer in die Hand nimmt, und ich verstehe schon wieder nicht warum. Zieh den jetzt mal hier auf die 1. Alles klar, und dann kann man hier Feuer machen. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Kann man das Ganze jetzt auch irgendwie wieder ausmachen? Put out. Ja gut. Okay, Feuer machen können wir also jetzt. Dann kümmern wir uns jetzt mal um unsere Foundation. Großzügig wie wir sind, so, da haben wir ja nichts mehr. Da haben wir uns halt einfach einmal vier Stück geleistet. Ach, mach ich den immer. Wir brauchen alle bewusst, wo ist denn meine Axt? Hab ich die jetzt irgendwo reingeschmissen? Ist es wahr? Wo zum Geier habe ich jetzt meine Axt fallen lassen? Wahrscheinlich unten. Hoffe ich zumindest. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn jetzt die blöde Axt hin?
So viel haben wir doch nicht gemacht. Ich habe doch nur hier rumgebaut. Mein Zeug hier aufgehoben. Ich fasse es ja nicht echt. Ja, es ist in der Tat alles noch so ein bisschen hakelig. Ein bisschen merkwürdig. Aber ja, ich hoffe jetzt einfach mal. Dass wir das soweit. Wieder gebaut kriegen. Geraden Stock haben wir, den spitzen Stein brauchen wir noch. Das sollte sich machen lassen. Das Faserseil kriegen wir auch hin. Und dann machen wir uns halt eine neue Axt. Und bewaffnet mit unserer neuen Axt gehen wir dann auf die Jagd nach Bäumen. Und zwar braucht man Laubbäume. Und davon nicht zu knapp. Weil wir uns ja den Luxus von 4 Foundations geleistet haben. Und wir sind ziemlich durstig und auch leicht hungrig und deswegen gehe ich jetzt gerade mal schauen, hier unten waren doch auch irgendwo. Da haben wir, hilft uns natürlich nichts. Wir sollten nach Möglichkeit die Axt nehmen. Und wir haben jetzt die einzige Palme erwischt, wo keine einzige fluffige Kokosnuss dran ist. Können wir die jetzt hier hoffentlich benutzen? Die hilft sowohl gegen Durst als auch gegen Hunger. Das ist schon mal sehr gut. Und damit geht es uns dann Gott sei Dank auch wieder besser. Ja, wie gesagt, das Inventarsystem, ich finde es auf der einen Seite sehr realistisch, was ich gut finde. Auf der anderen Seite ist es jetzt gerade momentan auch ein bisschen nervig, was aber einfach daran liegt, dass ich so viel Bockmist mache und deswegen die ganze Zeit hin und her rennen muss. Könnte man mit Sicherheit auch einfacher haben. Was allerdings tatsächlich ein bisschen nervt, ist, dass man sich hier tatsächlich alles manchmal nur einzeln nehmen kann. Und dann wird einem wieder irgendwas nicht angezeigt, obwohl man hier bauen könnte. Okay, wir brauchen noch dreimal. Damit ist es dann allerdings auch noch nicht getan.
Und ich hab's schon wieder nach meiner Hand. So, dann haben wir hier dreimal Birke. Damit sollten dann unsere Foundations erst einmal soweit klar sein. Und was dann auch als erstes sofort wieder ins Auge sticht. Wobei ich jetzt da noch damit leben kann, da spitzt das Gras durch. Allerdings ist das natürlich auch nur so ein bisschen Stöckchenzeug. Da sage ich mir, okay, lass mal gut sein. Es kann ja durchaus möglich sein, dass da das Gras dazwischen rauskommt. Stört mich optisch ein bisschen, aber gut. So, dann schauen wir mal, wie geht jetzt das mit Dings, kann man die Kategorie, dann brauchen wir hier mal Wände. Und zwar hätte ich gerne kein... Ach so. Okay, das finde ich jetzt allerdings ganz gut. Man kann die nicht einfach so hinstellen, sondern man braucht tatsächlich Pfeiler dafür. Das finde ich jetzt tatsächlich schon wieder gut, dass man hier nicht einfach so eine Wand hinstellen kann, wie man gerade lustig ist. Sondern man muss tatsächlich links und rechts davon einen Pfeiler setzen. Okay, dann brauchen wir hier auch noch so einen Pillar. Und dann probieren wir hier das mit der Türöffnung. Warum ist das jetzt hier obstructed? Das würde mich aber rein interessieren. Da ist kein Mensch. Dann machen wir eben noch ein paar Pillars. Erstmal, die brauchen wir so oder so. Auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, ob das Haus dann wirklich so groß wird. Aus irgendeinem Grund kann man da keine Tür hinmachen. Vielleicht der Wand hinmachen. Wand geht, Tür nicht, muss ich nicht verstehen. Wie dem auch sei, wahrscheinlich brauchen wir jetzt da wieder jede Menge. Okay. 2, 4. Jede Menge. Das heißt, wir müssen, können wir hier das Zeug hier nicht klein haben? Was passiert, wenn ich da... weiter drauf hau? Gar nichts. Der müsste dann irgendwie anders behandelt werden. Ja, dann müssen wir wohl erst einmal Birke sammeln. Ich schaue jetzt gerade mal, ob man vielleicht sogar diesen großen hier irgendwie wegkauen kann. Das war natürlich super. Da ist bestimmt ein Haufen Zeug drin, was wir brauchen.
vielleicht aber auch nicht. Im Gegenteil, das war eigentlich eher dürftig für so einen Riesenbaum. Und nur der Vorsicht halber, damit ich vorher nichts falsch gemacht habe, probieren wir nochmal. So, not enough space, sagt er, dann geht da scheinbar doch was. Vielleicht kann man das ja. Na, Baumstämmchen. Was können wir mit dir machen? Erstmal nehmen wir Axt. Wirklich? Anstellen können wir mit dem nichts. Na gut, hilft nicht. Wenn wir unsere Hütte hier bauen wollen, müssen wir also wohl erst einen ganzen Haufen Bäume fällen. Würde ich dann aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Und ich sag bis dahin, wie immer, danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, ciao.